Okay. Soziales Teampack, Instituts Overall oder Institut Gewehr. Okay. Nehmen wir mal beides mit. Hier haben wir noch einen Reinraumanzug, okay. Ein Wecker. Und hier noch ein Overall. Reichlich Waffen finde ich jetzt etwas übertrieben. Außer ich habe hier noch was übersehen. Nee, ich glaube nicht. Okay. Als nächstes mit Vater sprechen. Kann ich hier rüber jumpen? Ich glaube nicht. Wir können es mal probieren. Ah doch, das geht. Boom. I'm so good. Sean. Hallo, Vater. Sag mal, was würdest du tun, wenn dich jemand bestohlen hätte? Was wurde gestohlen? Das ist eine Fangfrage. Was wurde denn gestohlen? Institutseigentum kommt nur selten abhanden. Wenn das geschieht, müssen wir reagieren. Die Gruppe, die sich Railroad nennt, hat mehrere Synths des Instituts an sich gebracht. Okay. Synths, die in den letzten Monaten verschwunden waren. Sie wollen diese Synths zweifellos befreien, weil sie sich einbilden, die Synths wären empfindungsfähig gewesen. Du hattest Kontakt mit der Railroad und kennst daher ihre fehlgeleiteten Überzeugungen. Ja, sie meinen es theoretisch gut. Sie meinen es gut. Sie tun nur, was sie für richtig halten. Du hast dich um Libertalia gekümmert. Das ist das Ergebnis ihres egoistischen, kurzsichtigen Plans. Normalerweise sind sie nur eine unbedeutende Plage. In letzter Zeit wurden sie aber mutiger. Wir haben leider einen Punkt erreicht, an dem eine Reaktion nötig ist. Wir wissen, wo sich diese Synths zurzeit befinden. Und müssen sie zurückholen, bevor die Railroad sie verstecken kann. Okay. Klingt recht einfach. Hoffentlich, ja. Aber es ist wichtig, dass wir bald handeln, bevor die Railroad herausfindet, dass wir sie aufgespürt haben. Okay, okay. Die stählerne Bruderschaft soll auch keinen Wind von der Angelegenheit bekommen. Sie würde es nur noch komplizierter machen. Lohn? Dabei sollte aber auch was rausspringen. Diese Operation wird sich sehr zu deinen Gunsten auswirken. Ein Runner wartet in der Nähe von Bunker Hill auf dich. Triff ihn, bevor du reinstürmst. Okay. Tja, ja. Und wieder. Langsam wird es echt ernst und ich werde mich entscheiden müssen. Ich werde mich langsam entscheiden müssen, ob ich die informiere. Wobei, wieso soll ich jetzt hier die Railroad interessiert mich nicht. Die informiere ich nicht. Die Bruderschaft, wieso soll ich die Bruderschaft hier informieren? Wenn die Synths, naja, wenn sie sie vielleicht zerstören wollen, aber wenn sie schlussendlich eh das Institut zerstören wollen, spielt das doch keine Rolle. Ja, ich spiele jetzt hier mal für das Institut, in diesem Fall. Und sag mal keinem was, oder spiele einfach für mich. So, das heißt, hierhin, Bunker Hill. Oder lieber hier vom Haus der Cabots hin, bevor wir jetzt hier direkt reinstürmen.
Machen wir das lieber so. La la la, loading screen. Blitz kaboom. Irgendwie hier, dann links. Ja. Da vorne rum. Genau. Ja, genau, Richtung Obelisk. Das ist die richtige Richtung. Yay! Jetpack! Jetpack! Kaboom! Schade, kein Kaboom, nochmal. Kaboom! Nein, kein Kaboom. So ein Scheiß. Zu wenig Kaboom. Zu wenig Höhe wahrscheinlich. Schade. Nochmal. Yay! Kaboom! Ein kleines Kaboom, immerhin. Irgendwo hier. Mr. Runner. Okay. Ich habe auf Sie gewartet. Jo. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Versuchen Sie ab jetzt mitzuhalten. Unsere Ziele sind im Gebäude. 4 Synths unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Die Situation ist eskaliert. Ein verdeckter Einsatz scheint unmöglich. Wir gehen rein, sichern die Synths und ich begebe mich per Transmission mit Ihnen zum Institut. Verstanden? Missionsparameter haben sich geändert. Wir schießen. Fordere Unterstützungstransmission ab. Okay. Eigentlich will ich auf keinen von denen schießen. Ich kann da doch einfach rein, oder? Lalala. Da brauche ich den Schlüssel. Okay. Wieso kann ich hier nicht rein? Da komme ich nicht auf. Da ist irgendein Schlüssel. Wow. Sind voll Helm. Stimpack. Was ist der Railroad Mantel? Wir lassen sich die bekämpfen. Das ist doch eine gute Idee. Aber ich muss erstmal irgendwie hier hinten rum. Unabhängig davon. Weil vorne die Richt können wir sowieso nicht rein. Somit schleichen wir uns am besten einfach hinten rum. Tja, und probieren es einfach hier mal. Die hier rein können irgendwie. Wow. Kann ich hier irgendwo? Ich mag es einfach mal. Warte. So. Dann muss ich hier rein. Jo, Werkzeugkeller. Ich habe jetzt zwar keinen Plan, wie der andere Typ hier reinkommen soll, aber. Die Jetpack! Nice! Jetpack, so nice. So. Wir schleichen uns mal hier weiter. Wow.
Okay. Ich halte mich da einfach mal raus. Wo muss ich denn hin? Oh, Alter, hier geht's zur Sache. Aua! Da schießt was auf mich. Okay. Wer ist da? Okay, schießen die auf uns, oder was? Aua. Etwas. Okay, ich muss zumindest mal die Dinger hier ausschalten. Lass die einfach in Ruhe und geh einfach hier hoch. Kill einfach den hier. Dachte, ich hätte was gesehen. Einfach mal hier weiter. Du stehst voll in der Schusslinie. La la la. Du wirst nicht einfach weglaufen, oder? Gut, dass das vorbei ist. Okay. Wir haben uns durchgeschlichen. Ja, ich muss zugeben. Ich habe mich da vorher kurz informiert und habe dann gesehen, dass das geht. Dass man sich hier nicht beteiligt. Und wollte das jetzt probieren und das hat funktioniert. Da sind Sie. Gott, das ist ein Runner. Oh nein. Benutzen Sie die Codes und wir kehren zurück zum Institut. Die Zeit drängt. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe Geld. Es gehört dir, wenn du mich gehen lässt. Reset Code. F633, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Delta 62 Arcus. Na schön, Zünd. Bitte. Reset. Z322, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Gamma 49 Typhoon. Jo. Keine plötzlichen Bewegungen. Bitte, nein. Reset. Y915, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Beta 77 Tempest. Du da, Zünd. Komm, bitte, tu es nicht. Reset. B257, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Theta 93 Stratus. Das sind alle. Auftrag erledigt. Gehen Sie zurück in die Stadt und stellen Sie sicher, dass alle Feinde eliminiert wurden. Ich bringe die Synths per Transmission zurück zum Institut. Melden Sie sich danach bei Vater und gute Arbeit. Wow. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Großes Kaboom. So, jetzt hier nochmal schnell schauen. Hier wird zwar nichts Berauschendes sein. Jo. Okay. Okay, das ging eigentlich. So. Was sollen wir jetzt machen? Sprich mit Vater in den Ruinen des CIT. Okay. Ruinen des CIT. Wo ist das? Ruinen des CIT. Aha, hier. Nicht da reißen. Ich muss jetzt hier wieder raus, oder was?
Kann ich da jetzt einfach rauslatschen? Oder schießen die dann auf mich? Nee, die schießen nicht auf mich. Die haben das gar nicht gekneist. Lol. Okay, okay. Hat der hier eine Gatling Laser oder was? Ja? Was ist das für ein Gewehr? Ja, sieht danach aus, als wäre das ein Gatling Laser Gewehr. Der auch hier. Na, jetzt können wir hier noch ein bisschen looten. Ja, dann haben wir schon. Ich nehme mal ein Set hier mit. Das kann ja Kate tragen. Brauchst du was? Handeln. Jetzt teilen wir das unter uns auf, ja? Ich gebe dir einfach mal den Schrott. Mir waffentechnisch, ja, das haben wir gefunden. Ja, und die Rüstung ist halt wahrscheinlich schwer. Ein Harnisch, aber die sind jetzt alle nicht wirklich toll. Die kann ich, eigentlich kann ich die da lassen, die brauche ich gar nicht. Sind eh kacke. Nächstens sowas. Oder irgendwie so eine Minigun. Aber da haben wir halt auch schon welche. Oh, Paladin Commander der Bruderschaft. Hier eine komplette Powerrüstung. Aber die kann ich eh nicht tragen. Die werde ich auch hier lassen. Ah, hier noch was. Okay. Das sieht doch eher schon besser aus. Charisma und Intelligenz. Okay. Was haben wir hier noch? Wow, den finden die Beine. Okay. Hier auch noch Loot oder so. Ja. Ja, soll's. Ich glaube, das sollte passen. Na, wo ist Kate? Hier. Hey. Hm? Was dein ist, ist auch mein. Nicht wahr, Schatz? Jo. Du kriegst von mir nochmal schnell das hier. Und... Huh. 300, 200, 300. Wie viel hat meiner? Na, wo bist du? Wo bist du? Ja, der ist schon besser. Ja, aber der ist halt auch gemaxt. Ich habe eine T60E hier. Ist die schlechter? Linker Arm, rechter Arm. 210, bla bla bla. Und das hier hat... das ist doch dasselbe. Ja. Okay. Dumm. Ich hätte hier nur so ein Gatling Laser oder so hätte ich mitgenommen, aber soll's. Dann hauen wir hier mal schnell. Ja, der ist cool, den können wir an unserer Kollegas vielleicht geben. Aber hier, die kann ich eigentlich hier lassen. Ein so ein Helm. Der sieht recht cool aus, glaube ich. Könnten wir mitnehmen. Dann lassen wir das hier. Jo, das sieht ja schon mal gut aus. Hier war noch ein Sünd. Ein
Gewehr, robust. Ja, das sieht schon besser aus. Robust. Die Teile müssten besser sein, aber die sind halt alle komplett Standard. Das bringt halt auch nichts. Und jetzt für Katie, ach was. Ach was soll's. Ausgang. Ah, hier glaube ich. Das Ausgang ist hier rüber. Oder bin ich von hier hoch? Ja, falsch. Ich glaube, Ausgang ist darüber. Glaube ich. Ja, das sieht eher nach Ausgang aus. Okay. Loading. Ah ja, wem auch immer Bunker Hill gehört. Ist mir eigentlich egal. Railroad Krieger hier geht immer noch extrem übelst die Kacke ab. Wenn der sterben würde, könnte ich den looten. Ah ja, okay. Der hat nämlich eine coole Wumme. Na komm, stirb. Bunker Hill gehört uns. Uah. Ist hier vielleicht schon einer verreckt oder so? Scheiße, ist gebrochen. Na eben, der hat nur eine Kackwaffe, der auch. Wo ist jetzt der eine? Ist der jetzt tot hier? Nee. Nee, wo ist der? Ich will sein Gewehr haben. Mann, so ein Scheiß. Ich wollte von dem die Waffe. Das ist zwar wahrscheinlich die gleiche, die wir haben, aber ich wollte trotzdem eine zweite. Ich wollte eine zweite, aber es sei mir nicht vergönnt. Ohne dass ich hier jetzt selbst Hand anlege. So wie es aussieht. Okay. Hier ist ja auch nichts los. Hier geht's übelst ab. Der Typ mit seiner Minigun. Hockt da ziemlich rum. Ich sag mal die Kartusche. Der hat wahrscheinlich jetzt die Waffe verloren. Können wir hier sonst noch was looten irgendwie? Sind da noch mehr tot? Eben noch da, jetzt wieder weg. Wer kann sich denn so schnell bewegen? Ah, da ist es. Feigling! Da vorne ist, glaube ich, auch nichts mehr Großartiges. Hier ging es zwar zur Sache, aber das kenne ich ja schon. Vielleicht hier der Typ. Nee, auch nur ein Kampfgewehr. Na, okay. Hier liegt noch eine Powerrüstung rum. Und die Typen haben wir gelootet. Okay. Ja, und die Tür ist inzwischen auch auf. Ja gut, okay, okay. Quest. Quest sagt folgendes.
die Schlacht. Bla bla bla. CIT-Ruinen wollte ich eigentlich vorhin schon hin. Ja. Das machen wir doch mal schnell noch. Okay. Ach ja, hier musste ich ja wieder hinten rum. Ich kann mich erinnern, glaube ich, zu wissen, zu meinen, da hinten rum laufen zu müssen. Wenn ich da richtig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber eigentlich genau gesagt habe ich keinen Plan mehr, wo das jetzt wirklich war. Kann mich jetzt auch irren. Oder das jetzt anders sein. Auf jeden Fall ist hier der Eingang. Ja. Okay. Was? Wer da sein? Sie müssen terminiert werden. Auf Befehl des Instituts müssen Sie die Berichtsfähigen angreifen. Okay. Das ist jetzt interessant. Das ist jetzt ein komischer Weg. Ah, nee, tatsächlich. Hier. Hätte er das gleich gesagt, wäre ich halt hier hochgekommen. Oh Mann. Hab ja ein Jetpack, wäre ja kein Problem gewesen. Aber nun ja. Hier, Vater. In all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Nicht einmal seit dem Tag, an dem sie mich hierher gebracht haben. Ich hatte nie einen Grund. Aber jetzt, das bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. Nein, das kann nicht sein. Es war mal anders. Es war nicht immer so. Früher war es anders. Ich kann es mir nur vorstellen. Hier werde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit hat das Institut mich gerettet. Eigentlich naja. Uns beide. Ihr habt mich eingefroren. 60 Jahre lang. Das haben sie. Und zwar aus gutem Grund. Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B. Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Aber nicht beide. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem, aber dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Du hast mich rausgelassen? Du warst es also. Du hast mich rausgelassen. Ja, es war meine Entscheidung. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So eine Art Experiment. Ich wusste ja nicht, was für ein Mensch du warst. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Würdest du überhaupt überleben? Ich habe mich vor allem gefragt,
Würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden? Jetzt weiß ich es. War es das wert? Tja, hier bin ich. War es das wert? Ich glaube schon. Nach deinem Erfolg in Bunker Hill werden noch größere Dinge kommen. Die Synths sind unversehrt eingetroffen und werden umfunktioniert. Danke für deine Arbeit. Ich hoffe, das Risiko war nicht zu hoch. Was meinst du damit, dass die Synths umfunktioniert werden? Wir werden Anpassungen vornehmen, um ihre Programmfehler zu beheben. Danach werden ihnen neue Aufgaben im Institut zugewiesen. Das war nicht das erste oder letzte Mal. Die Railroad bleibt natürlich ein Ärgernis. Aber wir werden uns, falls nötig, darum kümmern. Und du? Tja, du hast den Test wohl bestanden. Das hast du gut gemacht. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oder vielmehr unserer Dankbarkeit. Okay. Es wird Zeit, dich stärker in die Zukunft des Instituts einzubinden. Komm bitte rein. Das Direktorat hat eine Besprechung und du solltest dabei sein. Ich warte dann. Das reicht. Es wird Zeit, wieder reinzugehen. Okay. Ja, gut. Ich liebe einfach das Jetpack. Yay! Boom! Richtig Hammer. Vor allem. Yay! Boom! So lustig. Ich finde das extrem lustig. Gut. Das heißt jetzt weiter. Okay, es gibt eine neue Quest. Nee. Okay, hier gibt's mal nichts Neues. Hier wäre das nächste, was wir für die Bruderschaft machen könnten. Ja, ich glaube, ich werde mal jetzt als nächstes die hier weitermachen. Okay. Aber erstmal hier mein Inventar ausleeren. Das heißt, ich reise mal nach Sanctuary. Ja, auf jeden Fall war das Ganze wieder sehr interessant. Wir haben jetzt hier zum Schluss noch ein bisschen was erfahren an Infos. Vorher war jetzt nicht so interessant, aber war Action pur. Wir haben uns durchgeschlichen und haben uns hier aus dem kleinen Kampf rausbehalten. Ja, wie gesagt, die Infos zum Schluss waren sehr interessant, dass sie uns rausgelassen hat, um zu schauen, was passieren wird. Eigentlich ist ein Arsch, weil eigentlich hätte uns einfach helfen können. Aber nun, das bestätigt wieder ein bisschen das Bild des Instituts oder so. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich bin auch etwas unschlüssig. Auf jeden Fall bedanke ich mich mal wieder bei euch fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Daumen nach oben da oder vielleicht ein Abo, um uns zu unterstützen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und ciao.